Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antimythos und ich spiele fast ein bisschen Clicker Heroes 2. Im Grunde will ich bloß ein bisschen darüber quatschen. Das Spiel hat vor ungefähr einem Jahr das letzte Update gekriegt. Also mein Video ist ungefähr ein Jahr her, weil mich das auch nicht mehr interessiert hat, das Spiel. Ich habe jetzt hier tatsächlich mal ein bisschen gespielt. Einmal eine Transzendenz mit nach 8 Welten gemacht, also nach 8 Star Systems. Und ich spiele das Ding auf Hard, weil auf Easy, also auf Casual, habe ich einfach nur das hier geskillt hier oben. Permanent das, was ich so brauche, Gold und Huge Klicks und so. Und musste nie eine Transzendenz machen, das war einfach unnötig. Und ja, deswegen spiele ich das. Aber die Frage ist, passiert bei dem Spiel nochmal irgendwann was? Ich habe jetzt hier mal die Seite aufgerufen und hier ist der letzte Post, das ist 10 Monate her. Und im Endeffekt war das ja das, der letzte Patch sozusagen, wo der dann offiziell wurde. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Ist das Spiel jetzt tot? Spielt das überhaupt noch irgendjemand? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, es ist immer noch lange nicht fertig. Also auch wenn ich hier runter scrolle, hier kommt halt einfach nichts weiter, richtig? Das ist seltsam. Hier ist zum Beispiel so ein Post über einen Guide. Den können wir uns ja mal angucken. Wow, okay. Er schreibt auch, dass man 1 von 4 Builds spielen kann. Klar, ja. Er schreibt ja auch die ganzen Formeln auf, warum kann ich nicht nur einen Weg wählen und so weiter, ne? Also es sieht schon sehr interessant aus, ja? Also wenn man sich daran hält, dann kann man das bestimmt recht weit spielen, denke ich mal. Das Problem an der Sache ist, der Guide ist zwar wahrscheinlich sehr toll, aber jedes Mal, wenn die irgendwas updaten, ist das ja wieder komplett kaputt. Weil wenn die jetzt die Bäume wieder ändern, so wie sie jetzt hier bestehen mit den 4 verschiedenen Builds, die du sozusagen spielen kannst, mehr oder weniger. Naja, du kannst zum Beispiel auch ganz am Ende ist das, glaube ich, hier 2 Spezialisierungen gleichzeitig haben. Das geht im Grunde auch. Mich wundert es im Endeffekt nur, warum da nichts mehr passiert. Ich meine, das ist halbfertiges Ding. Nicht so ideal eigentlich. Was haltet ihr eigentlich davon? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Spielt ihr es noch? Ja, dann würde ich sagen, das war's im Grunde auch schon. Ich wollte nur mal kurz reinschauen in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ne? Dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.